Das ist so ein Bunkertisch, der so richtig ganz kleine Verschrumpelte hat. So ganz unrum, so komplett verschrumpelt ist. Wie so ein alter Greis, aber in Babygröße. So ungefähr. Ein alter Babysack. Um es in der Fachsprache der Mediziner auszudrücken. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Cheater-Klatschen hier auf meinem Kanal. Oh. Hat er etwa gesehen, wie er denn gelaufen ist? Das war schon direkt so minimal. Ich habe nicht genau darauf geachtet, ob er jetzt gesehen hat, wie der dahinter die Kiste gegangen ist. Aber abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Er ist ganz alleine gegen den Rest. Okay, guck mal. Er scheint schon zu wissen, woher die kommen. Oder auch nicht. Das ist ja echt bescheuert. Und ich dachte kurz, er hätte vielleicht direkt den Warlock des Todes, aber irgendwie doch nicht. Gestern kam das FAQ-Video, leider erst sehr, sehr spät. Kurz nach 11 kam es. Also ich habe gerade so den täglichen Upload hinbekommen. Es war wirklich... Also das Internet hat gerade so den täglichen Upload hinbekommen. Da war aber schon sehr drauf, ne? Also so von vornherein. Aber gut, da nimmt man halt auch hin. Er muss irgendwas Auffälliges machen, sonst habe ich nichts gegen ihn in der Hand. Und das wäre schade. Oder eben auch gut, je nachdem, wie man es nimmt. Oh, das sah aber dann doch ziemlich durch die Wand gedödelt aus. Das Dumme ist, dass ich meistens in die Kamera gucke, zu euch hoch, in solchen Sekunden, die scheinbar entscheidend sind. Ich muss mich jetzt echt kurz konzentrieren. Wartet kurz. Na, es hat noch kurz Zeit, oder? Der da oben. Guck mal, er aimt direkt hoch. Bei Elevator würde ich schon zuerst irgendwie hingucken, wahrscheinlich. Oder so eine Mischung aus beidem, aber nicht direkt da hochschauen. Wir gucken mal kurz, was er mit... Jetzt hat er eben kurz runtergeaimt, ne? Weil er den nämlich schon durch die Wand zieht. Ja, okay. Obwohl, vielleicht hat er einen Mate gespottet. Scheiße. Hinter ihm steht da gerade noch ein Mate. Da steht immer noch ein Mate. Wenn er da hinguckt, ist da ein roter Punkt unten bei CT. Ah! Er guckt nach hinten, ne? Ah, er aimt auch rein, okay. Naja, das FAQ-Video kam sehr, sehr spät. Deswegen haben es einige von euch noch gar nicht gesehen. Also schaut auf jeden Fall noch vorbei. Es ist am Schluss eh wieder verlinkt. Oder ich werde es verlinken hier im Video. Im Abspann, ne? In dieser Endcard oder wie es auch immer genannt wird. Es war echt eine coole Sache. Zumal ich das erste Mal hier mit der neuen Webcam aufnehmen konnte. Und auch, wenn es euch vielleicht aufgefallen ist mit meinem neuen Headset, was mir da nicht viel gebracht hat, weil ich ja nur mit euch gesprochen habe. Meine Freundin hat mir ein Headset geschenkt. Dieses hier, das ist so ein Logitech, so richtig mit Namen. Also wenn ich jetzt gefragt werde, was für eins ist, kann ich sagen, sobald ich es auswendig weiß. Irgendwas mit G. Und eine Zahl. 300. 4000, ich bin halt gut, weißt? Ich bin halt, also 340 oder 430, eins von beiden. Super Gerät, weißt? Und die Webcam ist natürlich der Hammer, die macht richtig Fun, die ist echt edel. Alleine schon dieser Autofokus, ich habe Autofokus eingeschaltet und manchmal, wenn man sich dann so unterhält, so mit euch, weißt, von Angesicht zu Angesicht und ich bewege mich so und dann verschwimmt kurz mein Gesicht und es wird dann so wieder fokussiert und ernst. Es bringt einfach so eine gewisse Ernsthaftigkeit in die Videos. Oh, kommt der Alter etwa angeschlappt? Er hört ihn auf Short, ne? Er hört ihn erschießen. Und eben wurde angeschossen, also er kann dann nur in diesem Winkel stehen. Ein schwieriger Fall irgendwie, echt ein schwieriger Fall. Es waren jetzt zwei oder drei, okay. Den hätte er aber auch wiederum direkt im Visier gehabt, ne, den Kerl. Er ist jetzt nicht davon ausgegangen, dass rechts neben der Tür einer steht oder sonst wo, sondern da. Wobei ich das, wenn ich noch nicht durch bin, auch denke, dass da... Fuck, Mann. Okay, Achtung, es kommen vier. Er ist alleine. Aber man kann sie hören. Guck mal, einer rennt direkt weg, der Iceberg, oder wie er heißt. Konnte den Namen nicht sehen. Ha, aber das finde ich jetzt doch schon sehr merkwürdig. Er läuft jetzt da rein, wartet mal. Er läuft jetzt so da rein, ne, hat alle im Blick gehabt die ganze Zeit und schaut noch nicht mal rechts. Da könnte doch jetzt jederzeit einer um die Ecke kommen, weil er es ja eigentlich gar nicht weiß, ob da nicht noch einer steht. Das finde ich wirklich schwach irgendwie. Er guckt noch nicht mal nach rechts, das ist ihm scheißegal, weil er weiß, dass da keiner ist. Hier hinten hat er keine Sekunde verschwendet, um da mal hinzuglotzen. Okay. Und er geht auch direkt davon aus, dass keiner oben bei Mitte ist. Der ist ihm eben voll ins Fadenkreuz gerannt, also der Headshot war auf jeden Fall korrekt. Aber es scheint doch jemand zu sein, der irgendwie seinen Wallhack verstecken zu versucht. Klingt komisch. Ist aber so. Das ist so ein Bunker, weißt, der so richtig ganz kleine Verschrumpelte hat. So ganz unrum, so komplett verschrumpelt ist. Wie so ein alter Greis. Aber in Babygröße, so ungefähr. Ein alter Babysack. Um es in der Fachsprache der Mediziner auszudrücken. Er glaubt auch ganz fest daran, dass wohl links keiner steht, oder? Ja, weil er sie beide auch durchgehend im Sichtfeld hat. Er gibt erst ihm. Oh, der Headshot war aber dann auch recht fett, ne? Ist da irgendwie... Achtung. Okay, da war aber wiederum kurz drauf, obwohl er jetzt am Ende gewackelt hat. So ein bisschen. Aber er war schon drauf. Also so... Ich war die ganze Zeit in Zeitlupe. So real drauf, oder? Heute Abend ist übrigens wieder ab 19.30 Uhr Livestream. Wir werden auch zusammen spielen. Ich muss nur noch mal genau überlegen, wie ich das mache, wie ich die Gewinner von YouTube ausziehe, also aus dem ausziehe. Klingt jetzt merkwürdig. Wenn ich Gewinner von YouTube ziehe mit dem Nightbot, dann muss ich die Leute privat ja irgendwie anschreiben können, damit sie den Spiellink erhalten, damit nur die Gewinner reinkommen können ins Spiel. Viele der Zuschauer auf YouTube haben aber keinen richtigen YouTube-Account. So scheint es zumindest, weil man sie nicht anschreiben kann. Ach komm, das war jetzt echt das Ende. Fick die Wurst. Ich bin mir sicher, dass er Wallhack hat. Da wird er bestimmt auch noch geschniedelt, deswegen. Also das wird man erkennen.
Wenn man da ein bisschen hinguckt, sieht man das. Aber beim Aim, hier steht es ja, man muss sich wirklich sicher fühlen. Wenn man sich nicht sicher fühlt, und es kann ja auch irgendein Scheiß gewesen sein. Jeder kennt das, oder? Man prediktet irgendwas oder zappelt rum und kriegt dann echt noch den krassesten Headshot hin durch 8 Wände und 4 Smokes und 3 Maps oder so. Also ich lasse es lieber so. Er wird eh gebannt wegen seinem Vision-Scheiß. Jeder normale YouTube-Channel hat eigentlich, ich zeige es euch hier kurz, hier oben so eine Menüleiste, und da kann man einfach dann ganz hinten auf Kanalinfo gehen. Wenn man auf Kanalinfo geht, steht oben rechts Nachricht senden. Aber diese Menüleiste haben nur ganz, ganz wenige von euch. Mir war das ganz neu, dass man einen nicht kompletten YouTube-Kanal haben kann. Ihr habt mich nämlich vor kurzem gefragt, was muss ich jetzt aktivieren, damit es geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was man deaktivieren muss, damit man keinen kompletten YouTube-Kanal mehr hat. Auf jeden Fall liegt die Schwierigkeit halt darin, wenn Person A gewinnt von YouTube, kann ich ihm keine Nachricht schreiben, damit er eben auch ins Spiel kommen kann. Keine private. Und es geht auch nur, um das kurz erklärt zu haben, darum, dass ich, wenn auf Twitch jemand gewinnt, whisper ich ihn auf Twitch an. Wenn er auf YouTube jemand gewinnt, whisper ich ihn auf YouTube an. Nicht mit, schreib mich einfach da an, oder das dauert zu lange im Livestream. Im Livestream muss ich das machen, was für den Livestream, also für die Livehaftigkeit, das ist ein richtiges Wort, am besten ist. Schnell handeln, damit wir schnell weiter und gut auf Sendung bleiben können. Und wenn mich da jemand anschreibt und sagt, schick mir es einfach über Facebook, ich heiße da so, ich habe die Gewinner auf Twitch und auf YouTube vorliegen und ich schreibe sie auf Twitch und auf YouTube an. Und wer dann nicht anzuschreiben ist, weil man eh nicht anschreiben kann, hat halt gelitten. Deswegen will ich ja überlegen, ob ich nicht einfach, so wie die ganze Zeit auch, zuerst die Twitch-Leute ziehe und auf YouTube dann den Link öffentlich poste in den YouTube-Chat. Das wäre die einfachste Option für uns alle. Da können dann die schnellsten zugreifen, die haben dann gewonnen. Die werden natürlich wie immer aber aufgeschrieben, die Spieler, damit sie beim zweiten Führergame, falls sie nochmal so schnell sein sollten, nicht mehr mitmachen können. Dann werden die gekickt und wir warten auf die nächsten Mitspieler, damit man trotzdem noch so eine Rotierung drin hat. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen, damit es schnell funktioniert. Ich weiß, ganz viele große Livestreamer machen einfach gar keine Führergames, weil es gerade so anstrengend und hektisch ist, wenn man sehr, sehr viele Leute hat. Aber ich will das halt einfach weiterhin machen, weil es mir auch Spaß macht mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir so lange und wieder so schön zugehört habt. Einer von euch kann jetzt diese Negev Man of War gewinnen. Schreibt mir einfach noch zusätzlich zu eurem Kommentar, wie euer Tag war. Es wird dann wieder zufällig jemand gewählt, der wird dann von mir angeschrieben. Wir tauschen die Daten aus und dann schicke ich ihm den Skin zu. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh.